Und dann kam die Schule, fand ich Freundin. Da haben wir Räuber gespielt, zum Beispiel öfter mal. Und mit meiner Freundin Corinna haben wir uns überlegt, wir wollten immer ein bisschen, also nicht so gut sein. Wir haben uns ausgedacht, so Spiele von Emma und Minna hießen die. Also sie war, wie war denn das? Sie war Minna und ich war Emma, würde ich sagen. Und wir haben uns überlegt, dass wir möglichst das Gegenteil von dem sind, wie wir sein sollen. Also wir wollten, Corinna wollte immer gerne Abenteuer erleben. Und ich habe mitgemacht, möglichst ungewöhnliches, also auf Bäume klettern, hoch auf Bäume klettern. Dann wollten wir eine Bande gründen mit Feinden, wo wir Feinde haben. Also irgendwie. Und nicht so, wir wollten nicht so brave Mädchen sein unbedingt. Und dann eben auch haben wir Emma und Minna gespielt. Die waren also so komisch angezogen, wie man sich nur vorstellen kann. Also eine Schürze und ein Kopftuch und dann hat sie vielleicht einen Strumpf auf dem Kopf oder. Also es war ja die Zeit, die 60er Jahre, wo dann das alles ein bisschen moderner wurde, kam auch mal so Jeans auf. Ich habe immer, in der DDR gab es ja noch nicht so viele Sachen unbedingt, Kleider. Meine Mutter hatte Freundinnen im Westen und die schickten ihr von ihren Kindern Kleider. Und bekamen dann immer Pakete mit der Aufschrift Geschenk, Sendung, keine Handelsware und musste alles aufgelistet sein, was da drin ist. Ein Kleid mit Blumen, ein Dirndlkleid, eine Hose, musste desinfiziert werden. Und dann bekamen wir aber immer so Kästen voll Sachen, Kleidung. Manches war uns ein bisschen fremd, also mir, weil ich das so nicht, not my style, würde ich mal sagen. Aber egal, wir hatten also Klamotten, waren wir immer gut ausgerüstet. Auch so mal Jeans oder so. Die waren in der Schule ja noch schlecht angesehen am Anfang. Also bis dritte, vierte Klasse, Jeans, naja, also in der Schule anziehen war ein bisschen mutig. Zum Wandertag geht schon. Aber wir haben damit so ein bisschen experimentiert. Und so war eben auch Emma und Minna möglichst, die sollten wirklich, das waren so Tussis. Tussis und die haben Walter Ulbricht verehrt und haben an so einen komischen Gott geglaubt, Bumbatsch hieß der. Und die hatten so komische Ketten um, und, also die waren wirklich unmöglich. Wir haben wirklich das Negativste, was wir uns so vorstellen konnten, wie wir uns immer in der Fantasie entwickelt. Ach so, und dann haben wir noch Räuber gespielt. Also, da hatten wir eine Bande, Jim Raffiniert hießen wir, glaube ich. Und ich hieß jedenfalls Jim Raffiniert und meine Freundin hieß, Corinna ist Johnny Siebenlist. Und da haben wir eine Räuberzeitung gemacht und die haben auch die fiesesten Sachen gemacht, wie wir uns so vorstellen konnten. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ein bisschen war meine Freundin da federführend. Aber ich habe das gerne mitgemacht, weil es war irgendwie lustig. Ja, das waren so die Spiele.